Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Ja, ihr seht's. Wir sind irgendwo am Strand. Ich habe eigentlich. Das Sound noch ein bisschen laut. So, es ist besser, da höre ich mich auch. Ich habe eigentlich so ein bisschen nach Perlchen Ausschau gehalten. Naja, jetzt kam er. Was soll ich da sagen? Da wird jetzt ein bisschen Fleisch reingeschoben. Nehme jetzt gleich den blauen Airdrop noch mit. Und dann, kriegen wir eventuell noch einen weiteren Beschützer für vorne. Richtung Delfine. Ich muss mich gleich im Vorfeld schon ein bisschen entschuldigen. Ihr hört es vielleicht auch an der Stimme. Es hat mich leider so krankheitstechnisch ein bisschen erwischt. Wenn ich ein bisschen komisch spiele oder mich nicht so toll anhöre, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber es ist halt auch nicht jeder Tag gleich und was soll ich sagen? Es erwischt halt auch mal einen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ja, nach wie vor wählen Delfin relativ schick. Ein Hai hatten wir ja schon mal in die ewigen Jagdgründe geschickt. Da vorne ist noch einer. Ich sehe hier immer noch kein Krebschen, aber ein Hai, der mit einem Affenzahn hier anpäst. Okay. Ach komm. Na, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Du Furz. Ja, hat schön gesessen. Vielleicht noch ein klein bisschen mehr. So, dann kriegt er einfach noch ein bisschen was reingedröselt. Soll er nicht denken, dass er nicht geliebt wird. Er hat eigentlich schon etliche Pfeilchen drin. Okay, lassen wir uns drauf ein. Na komm. Ja. Verdammt, ich muss erstmal durchatmen. Und ausdauertechnisch. Ein klein wenig. So, jetzt ab in den Kampf. Wo ist er? Freund Schweinebacke. Na komm, 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 komm. Du willst ja hier nicht behaupten, dass das alles ist. Komm. Ich weiß, dass du es willst. Ein Rezept, das ist genau das, was ich will. Ach komm, ich nehme mir alles. Weißt du was, du kannst da verrotten. Vielleicht kommen ja Delfine an. Das war ja auch die Idee. Ich habe ein bisschen wenig Fleisch für meinen Sakro. Aber ich glaube, da hilft hier die heimische Fischpopulation ein klein wenig aus meinem Dilemma. Keine Ahnung, ist irgendwas. Es blitzt ja so komisch. Ah, wir hacken einmal rein hier so und dann dürften wir ja ein bisschen was kriegen. Ne? Hier so. Danke. Da ist ja noch ein Fisch. Können wir gerade mitnehmen. Komm, sei friedlich. Sag ich doch. Was ist das? Ah, ja. So, also ich denke, wir tun ja alles für Delfine. Daran soll es jetzt im Moment nicht scheitern. Erstmal an Land und durchatmen. Ach ja. Da haben wir ja noch einen. Ach, das sieht aber ganz gut aus mit ihm hier. Ach komm, hier Prime, da kriegst du den ganzen Schrott. Wie sieht's aus? Da kannst du nochmal einen essen. Da legen wir noch mit. Ich sag ja nie ohne Narkotics.
Rausgehen, das ist wichtig. So, jetzt müssen wir noch ein paar Bärchen futtern. Die können wir mal droppen, das braucht kein Mensch. Das ist auch Mist, kann man droppen. Weg damit. Eigentlich brauche ich keine Zähne, das ist doch. Ach, naja, komm, heb ich es auf, nehme ich es mit, ich bin mir nicht sicher. Ja, hier die Narkotics, die können wir auch alle benutzen. Ja, das. Ach ja, genau, den wollten wir uns ja auch mal ansehen. Sollten wir dann nochmal tun. Zwei Blueprints. Keine Ahnung, ob ich die schon habe. Ja, ich würde sagen, wir gehen nicht ohne einen neuen Freund hier von dann. Und wenn ich mir ansehe, wie weit der schon ist, von der Zähmung her, könnte ich. Ach, ich brauche da nicht Pfeifen. Die sechs Pfeile möchte ich gerne umwandeln. Das ist die Anzahl, die das Krokodilchen hier gebraucht hat. Sechs Pfeile. Was haben wir denn eigentlich hier für ein Rezept gefunden? Okay, das ist nur ein Hinweis. Eine Dekodierung sozusagen der Sachen, damit man weiß, was man wie machen kann. Das hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. Ah ja, gut. Wir können noch mal einen kleinen Augenblick unter Wasser, während hier das Krokodil vor sich hin eiert. Schauen wir einfach mal hier nach dem Rechten. Da ist der Leichnam. Vielleicht ist es auch einfach hier ein Fisch zu viel. Und dann kann was Neues respawnen, also weg damit. Die Leiche behalten wir mal schön. Ja. Immer noch keine Krebschen da. Das ist eigentlich der ganze Grund, warum ich hier rumgeeiert bin. Aber nichts zu sehen. Ich will nicht sagen, dass sich der Aufwand nicht gelohnt hat. Wenn wir mit dem Sakko nach Hause gehen, ist das ja auch schon mal schick. Aber eigentlich der Grundursprung ist ja, wir brauchen Perlen. So. Und solange wir keinen Delfin haben, kommen wir an die Perlen so nicht ran. Das ist das ganze Problem bei der Sache. Und das ist auch mein Problem. Mann, oh Mann. Die Sicht hier unten ist echt scheiße. Das muss man mal sagen. Was ist das da? Das sieht ja aus. Nee, ist ein Fisch, alles klar. Mal kurz Sauerstoff getankt, aber die. Ausdauer, das ist eine Schildkröte. Die Ausdauer ist trotzdem miserabel. Und wahrscheinlich haben wir hier auch das Problem. Jawohl, wir können hier auf dem Hügelchen noch ein bisschen Ausdauer tanken. Aber es ist kein Krebs zu sehen. Ich sehe hier nichts. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Da ist auch nichts. Kurz Ausdauer tanken und rein ins Nass. Scheiße, nix. Gar nix. Kein Respawn, irgendwie. Nix. Wir haben auch keinen Landspaziergang gemacht. Es ist nichts zu sehen. Ich sag mal, bevor der erste Dilo wieder antanzt und mir mein Krokodil eventuell kaputt macht, jumpen wir da nochmal schnell hin. Damit das alles unter Kontrolle bleibt.
noch bewusstlos. Fleisch rüberschieben. Ja. Da ist ein weißer Airdrop. Das ist jetzt eigentlich nicht so prall. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich den will. Mich so weit weg zu entfernen. Ach, scheiß drauf. Wird schon nichts Schlimmes unterwegs kommen. Hoffe ich mal. Hier könnten immer Skorpione oder Raptoren überraschungsmäßig angreifen. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Wir flitzen mal hin, wir schauen mal nach dem Rechten. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich ein Kanu getroffen. Ja, es kam, wie es kommen musste. An diesem blöden Kanu habe ich dann natürlich auch wieder mal den Flieger verloren. Und ach, Leute, ich sag's euch. Da hatte ich gedacht, komm, tust du im Off mal so ein bisschen Airdrop jagen. Dann habe ich sie direkt auf die Nuss für gekriegt. Das ist alles Schrott hier. Rohstoff hätte ich ja noch genommen, aber das ist nun wirklich... alles nichts wert. Naja. Hab dann den Flieger verloren, hab natürlich wieder mal die Ausrüstung verloren. Ach, das war so elend. Bin dann mit meinem T-Rex hin, mit Susi. Wollte die Sache klären, hab es geklärt. Ja, Susi hat das dann klar gemacht. Und ich bin dann abgestiegen, hab den Kanu geloot, da war nichts Dolles drin. Und als ich mich rumdrehe, steht ein Skorpion vor mir. Habe ich mit der Armbrust eine geknockt, fiel er gleich in Ohnmacht. Habe ich mir gedacht, okay, bin ich jetzt überhaupt richtig gelaufen? Das ist nämlich das ganze Problem hier an diesem Mist. Ich glaube schon. Und hatte ich aber gesehen, der hat noch ein Herzchen gehabt. Also war vollkommen klar, der ist nicht allein. Ich drehe mich rum, dann habe noch ein bisschen geguckt, der kam da schon angelaufen, Nummer 2. Habe ich mir gedacht, alles klar. 2 Pfeile rein, also Armbrustbolzen und Kano. Quatschen. Dilo, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, da hinten ist er. Ah, Level 1, weiblich. Bewusstlos und tot. Dein Fleisch nehme ich, das war's. Ja, hab die 2 Skorpione gezähmt, hab sie auch gehabt und hab dann sozusagen eine Gruppe gehabt. So, wo ist denn jetzt? Da drüben muss ich hin. Und hab mir gedacht, das ist ja wunderbar. Jetzt hast du ja 2 Skorpione. Ist nur blöd, dass du das Ganze nicht aufgenommen hast. Ja, bringst du sie zurück? Naja, was soll ich sagen? Auf halber Strecke sind diese Skorpione alle beide gestorben, weil ein Spino um die Ecke kam und mir beide Skorpione platt gemacht hat. Susi letztendlich hat den Spino besiegt, aber ich bin mit leeren Händen nach Hause. Ja, das war die Story von dem, was im Off alles passiert ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt gehst du mal hier nach Perlentauchen im Off. Bin bis hierhin gekommen, da war keine Perle zu sehen, drehe mich um, stürmt ein Krokodil auf mich zu. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. 6 Armbrustbolzen, jetzt liegt's hier. Jetzt habe ich mir gesagt, komm, jetzt machst du eine Aufnahme. Sonst passiert im Off wieder so viel. Und nachher denken sie so, was ist denn hier, wo ist denn der ganze Kram her, was ist denn da hier passiert? Wir haben nichts mitbekommen. Deswegen nehme ich jetzt auf. Deswegen schauen wir uns das alles an. Und ihr könnt dann entscheiden, ob das von euch von Belang ist oder ob ihr sagt, oh, naja, Gott, darauf hätte ich verzichten können. Das ist aber dann eure Entscheidung. Das Problem ist, manchmal passiert halt im Off so viel,
dass das durchaus eine gute Folge gerechtfertigt hätte. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal auf und schauen, was noch so alles passieren wird. Ab und zu muss ich mich räuspern. Ich helfe mir auch im Moment mit kaltem Kaffee. Jetzt haben wir 18.41 Uhr und der ist von heute Morgen. Aber was soll's. Kaffee, das Lebenselixier, sag ich da nur. Da könnte eigentlich... Ja, da ist noch Platz für Narkotik. Komm, rein damit. Zähmung ist eigentlich genug drin. Narkotics auch. Da ist schon wieder ein weißer Airdrop, aber das ist jetzt auch nur so... Ich habe keinen Kompass dabei. Nee. Ja, okay. Na, wir schauen mal in die Richtung, ob da was ist. Oh, ist der Airdrop weg? Ja, hat sich gerade erledigt. Nee, der ist noch da. Wird nur verdeckt. Der wäre noch da. Aber ist nur ein weißer. Das lohnt sich eigentlich nicht. Lust nicht wieder wegen irgendwelchem Mist da anzutreiben. So ist das besser. Das hier ist übrigens kein guter Schutz gegen Skorpione. Die sind hier ruckzuck hochgeklettert. Da haben die überhaupt keine Schmerzen mit. Das geht bei denen, wie bei Susi auch, über Stock und Stein. Gar kein Problem für die. Das schreckt die in keinem Fall. So, wir müssen ein bisschen in die Richtung. Mal gucken, ob wir ankommen und der Airdrop ist noch da. Das schauen wir gerade mal. Mal sehen. Irgendwo muss es hell werden. Da wird es hell. Auffällig, dass hier jetzt nichts Gefährliches rumläuft. Ja, wo ein Schwein ist, da ist schon keine Gefahr mehr. Großartig. Das sieht alles ganz gut aus. Dilo höre ich. Irgendwo. Wir stellen uns mal so hin, dass wir schon eigentlich wieder auf dem Rückweg sind. In dieser Richtung müssen wir. Was ist drin? Ein Schweinesattel. Ehrlich gesagt, ich habe so viele. Ich habe tatsächlich so viele. Ich brauche den nicht. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Schweinesattel. Also da kann ich hier auf den total verzichten. Wiegt ja auch gleich nochmal 20 Kilo mehr. Und ja, wäre vielleicht auch eine Idee, ein Schwein nochmal zusätzlich zu fangen. Einfach damit, der steckt im Baum. Damit Eier produziert werden können. Das ist so der Hintergrund. Übrigens, tada, Susi hat ein Ei gelegt. Warum die ein Ei legt, weil sie, obwohl sie keinen Partner hat, ist mir jetzt zwar noch schleierhaft, aber sie hat. Und bei der Gelegenheit, glaube ich, müssen wir einfach nochmal schauen. Wir haben nämlich genau sowas in der Base, ein Stego. Und dann müssen wir mal gucken, was wir an Stego noch brauchen, damit wir ein Pärchen haben. Ich will das Eierlegen eigentlich so ein bisschen fördern. Und ja, dann würden wir uns sozusagen noch ein Exemplar zulegen. So. Glücklicherweise wird es ja auch schon fast wieder hell. Ja. Da können wir nochmal nach Krebsen gucken. Und hier muss ein Narkotik gemuffelt werden. Mindestens eins. Wir haben ein Nahrungsproblem. Das heißt, wir bräuchten mal ein Lagerfeuer. Aber eigentlich ist ja genügend Fleisch da.
Da könnten wir eigentlich ein Lagerfeuer basteln. Mal gucken, ob wir genügend Stein schon eingesammelt haben für ein Feuer. Flint und Thatch. Das wäre so, was fehlt. So, da die reparierte Fackel. Ein Campfire setzen wir noch, damit wir schnell noch was essen können. Hier unten am Strand, würde ich sagen. Also, ja, doch, perfekt. Jo, komm hier, Brennholz, Krempel und Kram. So, gib mal was ab hier, Freundchen. 3, komm, noch 5, soll mir reichen. Ja, futter noch was. Und wir sorgen auch mal für unser leibliches Wohlergehen. Haben wir denn schon jetzt was sehen? Ah ja, so. Dann tauchen wir mal. Gucken, was uns begegnet. Kleine Krebschen wären jetzt eigentlich mein Favorit, sage ich mal. Den killen wir mal direkt als Mittagessen. Die Haileiche ist weg. Na komm, nur nicht Angst haben. Komm her, komm her, komm her, komm her. Dich erwische ich doch. Naja, das ist auch ein Fischchen. So, da kann man kurz ausruhen. Na, perfekt. Auch da ist noch ein Fischchen. Aber kleine Flusskrebschen, wieder mal die ganz große Fehlanzeige. Ach, verdammt. Naja, erstmal was muffeln, dann sehen wir weiter. Das sieht doch schon mal gut aus. Ziehen wir uns erstmal ein bisschen Fleisch rein. Und, wie schaut's aus? Taming? Ja, ja, wird langsam. Wir können, glaube ich, hier drüben nochmal unser Glück versuchen. Vielleicht sind hier welche an Land gegangen. Oder im Wasser. Ich sehe im Moment noch gar nichts. Ein Delfin wäre mir auch recht. Sogar sehr recht. Aber irgendwie kommt hier gar nichts. Was bist du? Das könnte auch ein Hai sein. Oh, Ausdauer. Erstmal kurz tanken. Auf einem Hügelchen, der ist ideal dafür. Und alle hin. Na komm, jawohl. Das sieht da hinten noch ganz gut aus. Regen hat aufgehört. Ausdauer super. Rein in die Brühe. Ist das ein Hai oder ist das ein Delfin? Und wo sind die Krebschen, verdammt? Das ist der Grund, warum ich überhaupt im Wasser rumeier. Ah. Nichts zu sehen.
Nur Schildkröten sind hier. Sonst nichts. Na gut. Tja, ihr Lieben, so sieht's aus. Wir werden uns also ein Sakko holen. Einen Namen, glaube ich, habe ich schon. Da bin ich schon mal angeschrieben worden aus der Community. Das war sehr lautstark, welcher Name dafür herhalten soll. Das ist schon vorgemerkt. Also sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder von ARK, dann sozusagen in Begleitung. Wir werden den Sakko natürlich zu unserem zweiten Sakko, respektive zu unserem Megalodon bringen und machen da ein kleines Grüppchen. Und bis dahin sage ich, macht's gut, viel Spaß im Netz und wenn es gefallen hat, klar, lasst mir einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder hier bei ARK. Also bis dahin, tschüss!